Ein Traum von einem Schreibtisch. Hier herrscht Ordnung und alles hat seinen Platz. Perfekt. Wäre da nicht dieses Kabelgewirr auf der Rückseite? Egal wie oft man es versucht auseinanderzuhalten, irgendwie verheddert es sich doch wieder. Genau so soll es aussehen. Aber wie bekommt man das hin? Mit diesen drei Tipps wird dem Kabelsalat der Garaus gemacht. Damit man nicht mehr raten muss, zu welchem Gerät das Kabel gehört, hilft ein kleiner Zettel am jeweiligen Kabel. Hierfür benötigt man Klebezettel und einen wasserfesten Stift. Einfach einen beliebigen Klebezettel beschriften und um das Kabel kleben. Fertig. Um Ordnung schaffen zu können, ist es sinnvoll, alle Kabel, die hinter dem Schreibtisch liegen, mit einem Kabelbinder zusammenzuführen. Sollten es sehr viele Kabel sein, kann man diese auch in kleinere Kabelgruppen einteilen. Damit die zusammengebundenen Kabel nicht so auffällig am Schreibtisch runterhängen, gibt es einen Trick, für den man diese kleinen Helfer braucht. Metallbinder sind eigentlich dafür gedacht, große Papierstapel zusammenzuhalten. Man bekommt sie in nahezu jedem Schreibwarengeschäft. In diesem Fall werden sie zweckentfremdet, um die sortierten Kabel zu halten. Das Anbringen kann mit Schrauben, Reißzwecken oder mit Klebepunkten erfolgen. Jetzt ist der Schreibtisch von vorne und hinten ordentlich und bleibt es auch.